Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Ihr wisst ja gar nicht, wer neben mir sitzt. Ein Mann, der im Moment immer im Fernsehen ist, aber so hat mich noch nie gesehen. Hat nämlich was anderes an. Hier ist er! Philipp! Grüß euch, einen wunderschönen. Hallo, ich freue mich, bei der Reuterin zu sein. Ramon, ganz kurz, du weißt, ich habe mein Posting machen müssen. Es ist erledigt. Habe ich nicht die Schnitzel? Nein, was hast du gegessen? Schnittlauch? Nein, ich habe nur kurz einen Kuchen zu Hause gegessen, weil ich einen Hunger gehabt habe. Wie ist das mit dir? Könnte ich mich mit dir ansaufen und eine Pizza essen? So richtig fett und käsig und sowas? Also beim Ansaufen wird es schwer, weil ich trinke nichts. Was? Ja, ich trinke nichts. Das kann, wirklich? Nicht mal so ein Bier oder sowas? Nein. Immer schon? Noch nie ein Bier getrunken in meinem Leben, noch nie. Das glaube ich nicht. Nein, noch nie ein Bier getrunken. Okay. Also ich trinke vielleicht im Jahr, wenn es hoch hergeht, 2 oder 3 Stamperl. Ja. Irgendwo auf der Skihütte oben, also nach dem Touren gehen. Ja. Aber das ist das absolute Maximum. Okay. Glas Sekt zum Anstoßen, einmal nippen, aber nicht das trinken. Das war's dann. Ja. Also bist du Sportler durch und durch. Philipp, ich werde oft... Nein, das hat jetzt nichts mit Sporteln zu tun. So. Es schmeckt mir einfach nicht. Ah ja. Aber die Pizza, da die bin schon? Ich dabei. Wirklich? Ja. Ich habe jeden Sport auch wirklich ausprobiert. Also alles, was geht. Ich werde jetzt nie ein Leichtathlet oder ein Turner. Das ist nicht so meins. Mhm. Aber Snowboarden, Skifahren, Wakeboarden, ist wurscht was. Also, das machst du einfach? Ja, Sport ist mein Leben. Das heißt, du machst doch wirklich unabhängig von der Sendung jeden Tag Sport? Ja, ich habe zum Beispiel heute auch schon ein bisschen was gemacht. Also jeden Tag. Jetzt trainiere ich nicht mehr so viel, aber ich fühle mich ohne Sport einfach nicht gut. Komisch, ja. Ich kenne das. Und jetzt verrate mal ein Geheimnis. Ich bewege mich deshalb auch, weil ich sehr gerne esse. Für mich ist das ja auch fremd, weil ich sehe dich ja auch immer nur in Sportoutfits. Ja? Siehst, aber du, das ist ja dein normaler Style, oder? Also du bist schon elegant mit Sakko, aber trotzdem sportlich. Wie beschreibst du deinen Look? Sportlich elegant, also ich liebe Fetzen. Ja, und ich habe zu Hause wesentlich mehr als meine Freundin. Wirklich? Ja, auch von den Schuhen. Ich bin ein Schuhfreak. Ach so, ja, cool. Aber Corona hat jetzt eins gezeigt, was brauchst du wirklich? Und ich habe das bei mir gesehen, ganz ehrlich, heute, ich glaube zum 4. Mal in den letzten 12 Monaten, dass ich was Normales anhabe. Sonst nur Sportklamotten. Ja gut, du aber brauchst dich mehr. Du fährst so in die Arbeit und du trainierst ja jeden Tag live. Ich werde oft gefragt, ist das nicht aufgezeichnet? Nein. Das kann ja nicht sein. Nein. Das heißt, du gehst jeden Tag, stehst auf, gehst live zur Sendung und trainierst. Ja. Der Live-Charakter ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsrezepte. Ja. Weil die Leute haben das Gefühl, der ist jetzt wirklich da, der trainiert mit uns und der Vorteil ist, du kannst natürlich auf tagesaktuelle Themen auch eingehen. Genau, ja. Du kannst ein bisschen blödeln, kannst irgendwas erzählen oder wenn die Sportler erfolgreich waren, Skifahren, Fußball, wie auch immer. Genau. Ich bin ein Tussi. Ja? Geh zu. Ich bin ein Tussi. Mit dir kann man gut einkaufen gehen. Ja, also ich zelebriere das. Es ist schön. Mir ist es am liebsten, wenn niemand im Geschäft ist, nur ich mit ihm oder mit seiner Frau, meine Freundin ist mit und du schmäfieren, blädeln und... Und dann gehst du einkaufen, ja? Genau. Wie viel Gewand hast du denn, wenn du sagst, du hast mehr als deine Freundin, wie ist das? Hast du einen Ankleideraum oder... Nein, ich habe mein Kasten. Ich habe jetzt einmal, wir sind jetzt wieder übersiedelt und jetzt haben wir gedacht, habe ich mir durchgezählt und gedacht, Alter, wer braucht denn das? Und du kennst es wahrscheinlich. Es gibt gewisse Klamotten, das sind deine Lieblingsfetzen. Ja, und die ziehst du fast das immer jeden an. Tag erzählen, ja, ich weiß, ja. Und dann kaufst du dir irgendwas und dann denkst du, für was habe ich das jetzt? Eigentlich taugt mir das ja gar nicht. Ja. Aber du hast das dann trotzdem. Du hast das, aber dann gebe ich es wieder her. Aber es gibt da gewisse Dinge, die tragst du extrem gern. Ja. Du, und ist es aber so, ich meine, Sport ist ja ein bisschen Job jetzt auch bei dir geworden. Ja. Aber du ziehst das trotzdem gern privat auch an. Oder sagst du, oh Gott, jetzt will ich mich mal richtig herrichten und schick machen. Also ich sage dir ganz ehrlich eins, mein Lieblingsoutfit, erstens habe ich ein Sonnenkind. Ich liebe es, wenn es draußen warm ist. Und am liebsten habe ich einfach nur ein abgeschnittenes, also ein Short, Baumwollshort, ein T-Shirt, Flipflops, Sonnenbrillen. Wirklich? Ich habe heute übrigens gehört, eine Kollegin zu mir hat gesagt, du bist der Schwiegersohn-Traum von ihrer Mutter. Das hörst du sicher öfters, oder? Ich sage, schauen so die zukünftigen Schwiegersöhne aus, ja? Du bist ja schon, Philipp, immer wie aus dem Ei gepellt. Das habe ich mir schon überlegt. Die Haare sitzen, die Haut ist in Ordnung, du bist total perfekt gepflegt. Was machst du? Zu wem gehst du? Zu Was niemanden. Ist dein Geheimnis? Ich bin, also da müssen wir weit zurückgehen, ich habe, also
Du weißt eh, wie Buben halt sind. Früher waren wir, weißt du, draußen, egal, Körperpflege, wurscht, also mit 12, 13 ist es egal. Also, und dann kam aber die erste Freundin, das war der Moment, wo ich dachte, nein, jetzt muss ich mich gescheit einmal duschen, damit ich gut rieche und so. Und dann, weißt du, David Beckham war immer so der Metrosexuelle, aber ich glaube, ich war vor dem David Beckham dran. Weil ich habe mich mit 16, 17 Jahren schon eingeschmiert, mit der Körperlotion, der Bulle auf die Haut geschaut, was der gepflegt immer, war mir ganz, ganz wichtig. Ja. Und ja, das hat sich halt bis heute also fortgeführt. Aber wer braucht länger im Bad, du oder deine Freundin? Ich. Das denke ich mir, das hört sich so ich an. Ich sage, ich bin ein Dussi. Ja, das hört sich so an. Ich stehe dazu. Ja, aber was machst du da alles? Was ist dein Ritual? Gibt es ein Gesichtspeeling, eine Maske? Zupfst du dir die Augenbrauen? Nein, also die Augenbrauen zupfe ich mir nicht, die lasse ich mir zupfen. Sagen wir so, mein Traum war immer schon, Fernsehen zu machen. Mhm. Ich habe früher in meiner Jugendzeit, um ein bisschen nebenbei Geld zu verdienen, habe ich gejobbt in Diskotheken damals. Und hatte dort an meiner Bar ein eigenes Mikrofon und habe dort begonnen, dass der auf der Bar um einen Dance gesungen, animiert, Vollgas. Und irgendwann ist der Geschäftsführer zu mir gekommen und hat gesagt, du Philipp, möchtest du nicht die Autoverlosung moderieren? Mhm. Und deswegen sage ich, ich bin so durch die Peter-Rapp-Schule gegangen, mhm. Warum? Der Rapp hat auch in jedem Bierzelt überall moderiert. Mhm. Das ist das gibt, du kannst es nicht besser lernen, weil wenn du heute dort live schlecht bist, wirst du auspiffen. Ja, ja. Bei mir ist es so, ich habe immer so Schwankungen in meinem Leben. Da gibt es Phasen, da schaue ich top aus, da bin ich wirklich gut austrainiert. Und dann wieder Phasen, da habe ich wieder 10 Kilo mehr. Ja? Das variiert bei mir. Also ich habe immer so Schwankungen von 10 Kilo ungefähr. Und ich möchte heuer, wenn es Corona zulässt, rausgehen in die Schulen, in die Altersheime, Pensionistenheime, mhm. dort mit den Menschen live in der mhm. Sendung turnen, eine richtige Bewegung durch Österreich, mhm. also eine Bewegung in Österreich genau. auslösen. Ja. Das ist meins, weil da kann ich endlich auch meine Qualitäten auf der Bühne irgendwie ausnutzen oder umsetzen. Cool, ja. Und mein Traum ist es, Praterstadion, 50.000 oder mehr. die mit dir mittrainieren, ja. Ich bin davon überzeugt. Wir hatten jetzt beim Sendestart auch wieder 170.000. Ja. Philipp, danke. Ich sag danke das und war's. Alles Liebe. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.